Hallo, ich bin Bettina und lese heute wieder aus Bettina von Arnims Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. An Goethe. Schön wie ein Engel warst du, bist du und bleibst du. So waren auch in deiner frühesten Jugend alle Augen auf dich gerichtet. Einmal stand jemand am Fenster bei deiner Mutter, da du eben über die Straße herkamst mit mehreren anderen Knaben. Sie bemerkten, dass du sehr gravitätisch einherschrittst und hielten dir vor, dass du dich mit deinem Geradehalten sehr sonderbar vor den anderen Knaben auszeichnetest. Mit diesem mache ich den Anfang, sagtest du. Später werde ich mich noch mit allerlei auszeichnen. Und das ist auch wahr geworden, sagte die Mutter. Einmal zur Herbstlese, wo denn in Frankfurt am Abend in allen Gärten Feuerwerke abbrennen und von allen Seiten Raketen aufsteigen, bemerkte man in den entferntesten Feldern, wo sich die Festlichkeit nicht hin erstreckt hatte, viele Irrlichter, die hin und her hüpften, bald auseinander, bald wieder eng zusammen. Endlich fingen sie gar an, figurierte Tänze aufzuführen. Wenn man nun näher drauf loskam, verlosch ein Irrlicht nach dem anderen. Manche taten noch große Sätze und verschwanden, andere blieben mitten in der Luft und verloschen dann plötzlich. Andere setzten sich auf Hecken und Bäume, weg waren sie. Die Leute fanden nichts, gingen wieder zurück. Gleich fing der Tanz von vorne an. Ein Lichtlein nach dem anderen stellte sich wieder ein und tanzte um die halbe Stadt herum. Was war's? Goethe, der mit vielen Kameraden, die sich Lichter auf die Hüte gesteckt hatten, da draußen herumtanzte. Das war deiner Mutter eine der liebsten Anekdoten. Sie konnte noch manches dazu erzählen, wie du nach solchen Streichen immer lustig nach Hause kamst und 100 Abenteuer gehabt und so weiter. Deiner Mutter war gut zuhören. In seiner Kleidung war er nun ganz entsetzlich eigen. Ich musste ihm täglich 3 Toiletten besorgen. Auf einen Stuhl hing ich einen Überrock, lange Beinkleider, ordinäre Weste, stellte ein paar Stiefel dazu, auf den zweiten einen Frack, seidene Strümpfe, die er schon angehabt hatte, Schuhe und so weiter. Auf den dritten kam alles vom Feinsten, nebst Degen und Haarbeutel. Das erste zog er im Hause an. Das zweite, wenn er zu täglichen Bekannten ging, das dritte zum Gala. Kam ich nun am anderen Tag hinein, da hatte ich Ordnung zu stiften. Da standen die Stiefel auf den feinen Manschetten und Halskrausen. Die Schuhe standen gegen Osten und Westen. Ein Stück lag da, das andere dort. Da schüttelte ich den Staub aus den Kleidern, legte frische Wäsche hin, brachte alles wieder ins Geleis. Wie ich nun so eine Weste nehme und sie am offenen Fenster recht herzhaft in die Luft schwinge, fahren mir plötzlich eine Menge kleiner Steine ins Gesicht. Darüber fing ich an zu fluchen. Er kam hinzu. Ich zanke ihn aus. Die Steine hätten ja ein Aug aus dem Kopf mir schlagen können. Nun, es hat er ja kein Aug ausgeschlagen. Wo sind denn die Steine? Ich muss sie wieder haben. Helf sie mir, sie wieder suchen, sagte er. Nun muss er sie wohl von seinem Schatz bekommen haben, denn er bekümmerte sich gar nur um die Steine. Es waren ordinäre Kieselsteinchen und Sand. Dass er den nicht mehr zusammenlesen konnte, war ihm ärgerlich. Alles, was noch da war, wickelte er sorgfältig in ein Papier und trug's fort. Den Tag vorher war er in Offenbach gewesen. Da war ein Wirtshaus zur Rose. Die Tochter hieß das schöne Gretchen. Er hatte sie sehr gern. Das war die erste, von der ich weiß, dass er sie lieb hatte. Bist du böse, dass die Mutter mir dies alles erzählt hat? Diese Geschichte habe ich nun ganz ungemein lieb. Deine Mutter hat sie mir wohl 20-mal erzählt. Manchmal setzte sie hinzu, dass die Sonne ins Fenster geschienen habe, dass du rot geworden seist, dass du die aufgesammelten Steinchen fest ans Herz gehalten und damit fortmarschiert, ohne dass auch nur eine Entschuldigung, ohne auch nur eine Entschuldigung gemacht zu haben, dass sie ihr ins Gesicht geflogen. Siehst du, was die alles bemerkt hat, denn so klein die Begebenheit schien, war es ihr doch eine Quelle von freudiger Betrachtung über deine Raschheit, funkelnde Augen, pochend Herz, rote Wangen und so weiter. Es ergötzte sie ja noch in ihrer späten Zeit. Dies und die folgende Geschichte haben mir den lebhaftesten Eindruck gemacht. Ich sehe dich in beiden vor mir, in vollem Glanz deiner Jugend. An einem hellen Wintertag, an dem deine Mutter Gäste hatte, machtest du ihr den Vorschlag, mit den Fremden an den Main zu fahren. Mutter, sie hat mich ja doch noch nicht Schlittschuhe laufen sehen, und das Wetter ist heute so schön, und so weiter. Ich zog meinen karmoisinroten Pelz an, der einen langen Schlepp hatte und vorn herunter mit goldenen Spangen zugemacht war. Und so fahren wir denn hinaus. Da schleift mein Sohn herum wie ein Pfeil zwischen den anderen durch.
Die Luft hatte ihm die Backen rot gemacht und der Puder war aus seinen braunen Haaren geflogen. Wie er nun den karmoisinroten Pelz sieht, kommt er herbei an die Kutsche und lacht mich ganz freundlich an. »Nun, was willst du?« sag ich. »Ei, Mutter, sie hat ja doch nicht kalt im Wagen. Gib sie mir ihren Sammetrock. Du wirst ihn doch nicht gar anziehen wollen.« »Freilich will ich ihn anziehen.« »Ich zieh halt meinen prächtig warmen Rock aus, er zieht ihn an, schlägt die Schleppe über den Arm und da fährt er hin, wie ein Göttersohn auf dem Eis. Bettine, wenn du ihn gesehen hättest. So was Schönes gibt's nicht mehr, ich klatschte in die Hände vor Lust. Mein Lebtag sehe ich noch, wie er den einen Brückenbogen hinaus und den anderen wieder hereinlief und wieder der Wind ihm den Schlepp lang hinten nachtrug. Damals war deine Mutter mit auf dem Eis, der wollte er gefallen.« Nun, bei dieser Geschichte kann ich wieder sagen, was ich dir in Töplitz sagte, dass es mich immer durchglüht, wenn ich an deine Jugend denke. Ja, es durchglüht mich auch, und ich habe einen ewigen Genuss daran. Wie freut es einen, den Baum vor der Haustür, den man seit der Kindheit kennt, im Frühjahr wieder grünen und Blüten gewinnen zu sehen. Und wie freut es mich, da du mir ewig blühst, wenn zu Zeiten deine Blüten eine innigere, höhere Farbe ausstrahlen. Und ich in lebhafter Erinnerung mein Gesicht in die Kelche hineinsenke und sie ganz einatme. Am 28. November, Bettine.